Hallo Messerfreunde, hier ist Jake und heute zeige ich euch ein Messer, mal was ganz anderes. Hat zwar eine Bowie-Klinge, heißt aber Landsknechtmesser. Ist nachempfunden ein Messer aus dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1848. Und wurde Anfang 2000 bis 2009, glaube ich, vertrieben oder 2010. Inzwischen ist das wieder eingestellt worden, war relativ teuer. Wurde also unverbindlich mit 240 € angegeben und preislich lag es dann so um die 200 €. Inzwischen sieht man das ein oder andere Messer, wie es wieder mal so auftaucht. Liegt dann so um die 100 € plus minus, je nach Zustand. Viele haben daran was verändert. Klingengeometrie gefiel einigen nicht, da haben die das nachgeschliffen und so weiter. So, ich stelle es aber jetzt nochmal genau vor. Das ist 37 cm lang. Die Klinge hat eine Länge von 20,4 cm, Klingenbreite ist 4,4 cm und die Klingenstärke, die ist außergewöhnlich 6,7 mm dick. Also ein wirklich wuchtiges Teil. Ist deswegen auch etwas kopflastig, man kann es auch beidhändig anfassen. Hat zwar so eine angedeutete Full-Tang-Konstruktion, allerdings endet die so im hinteren Drittel des Griffs. Der Griff ist aus einem Hartholz, was genau weiß ich nicht, könnte Buche sein, Eiche, irgendwas in der Art, wird ja auch passen. Wenn es schon aus Deutschland stammt, könnte man auch deutsches Holz benutzen. Obwohl von der Machart her könnte es also wirklich, da Herbertz ja immer auch schon mal Messer verkauft, aber nicht selber mehr produziert, könnte es auch in Japan hergestellt worden sein. Von daher auch mit der Klingengeometrie etwas in Richtung japanisches Messer. Zeige ich hier nochmal die Details und mit der Aufschrift C. Julius Herbertz, rostfrei 440 und dann die Fertigungsnummer. Ja, dann hier mit 2 Pins befestigt an dieser Konstruktion, die in den Griff reinragt. Hier hinten noch eine Fangriemenöse. Zumindest für Mittelalter-Fans, von LARP oder Reenactment, ist so ein Messer ziemlich interessant oder eben einfach für einen Sammler, der Bowie-artige Klingen mag. Da passt so ein Messer super hin. Und wie gesagt, inzwischen gibt es die auch zu annehmbaren Preisen schon mal zu kaufen. Liegen dann so um die 100 € plus minus. Auch die Scheide ist sehr schön gemacht. Aus Holz. Allerdings ist das kein Hartholz, sondern eher Weichholz. Ob diese Scheide sehr lange und sehr robust, sehr lange hält und bzw. sehr robust ist, weiß ich nicht. Da würde ich keine Garantie für geben. Okay, das war das Landsknechtmesser von Herbertz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.